Einmal mehr herzlich willkommen beim aktuellen Politikduell. Auch heute wieder kontrovers, hoffe ich jedenfalls, zwischen Eva Klawischnik und Andreas Mölzer. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, ganz aktuelle Themen derzeit. Wir diskutieren über rund 100 festgenommene Klimakleber letzte Woche in Wien. Über den, ich würde mal sagen, verheerenden OGM-Vertrauensindex, der vielleicht ein kleines bisschen besser geworden ist, aber immer noch dramatisch schlecht. Über den furchtbaren Massenmissbrauch einer 12-Jährigen in Wien, wo es eine große Verdächtigengruppe von 17 Personen gibt, Massensex in einer unglaublichen Art und Weise, und über die Kriegsdrohung von Wladimir Putin. Und wie immer unser Teil 3 ein bisschen anders. Sie wissen vielleicht schon, was da kommen könnte. Ich sag's noch nicht. Lassen Sie sich überraschen. Eva Klawischnik, 100 Klimakleber verhaftet in Wien bei mehreren Aktionen in der Bundeshauptstadt. 4 sind es gewesen. Einerseits auf der Fahrbahn vor dem Schloss Schönbrunn, eine Kreuzung im 10. Bezirk wurde zur Gänze verriegelt, vor dem Parlament sind die Klimakleber gesessen und dann der Großprotest am Schluss vor dem Museumsplatz, vom Museumsquartier auf der Zweierlinie. Und die Zahlen sind schon beeindruckend. 100 Festnahmen in einer einzigen Woche, ja. Im gesamten letzten Jahr waren es 900 und jetzt haben wir in einer Woche schon 100. Was ist da los? Ja, also ich muss auch offen sagen, also meine Solidarität ist auch jetzt am Ende. Es hätte Möglichkeiten gegeben, also mit der Politik in einen Austausch zu treten. Leonore Gewessler hat eingeladen zu einem runden Tisch und hat versucht, die Anliegen dieser jungen Menschen ernst zu nehmen. Ja? Und meine Solidarität ist heute beendet. Ja, den Satz habe ich mir schon aufgeschrieben, ja. Das ist eine gute Überschrift. Meine Solidarität ist am Ende, sagt die, die jahrzehntelang, würde ich mal fast sagen, also weit über 10 Jahre an der Spitze der Grünen gestanden ist. Interessant, Werner Kogler, der bei uns im Studio letztens war, sieht das ähnlich. Also die wirkliche Solidarität von der eigentlichen Mutterpartei, wenn man so will, die gibt es nicht. Also ich habe alles Verständnis für junge Menschen, die demonstrieren und die ihre Aktionsformen wählen selber. Ja? In Deutschland hat es die Entscheidung gegeben, der Klimaschutzbewegung also damit aufzuhören und nicht mehr die Bevölkerung in dem Sinn zu quälen. Ja? Und ich fahre auch Auto. Ja? Und es ist, glaube ich, jetzt der Punkt, die Menschen sollen selber entscheiden, ob sie Klimaschutz wollen oder nicht. Gut, wollen wird es wohl eh wahrscheinlich fast jeder. Die Frage ist, was tut man dafür oder was tut man eben nicht mehr dafür? Es soll ja letztlich das Autofahren einem ausgeredet werden, indem man halt nicht weiterkommt. Das ist ja im Prinzip die Mechanik dahinter. Ja, aber es ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo eben Blockade an sich im Mittelpunkt steht und nicht mehr der Inhalt. Mhm. Also, und das ist, glaube ich, jetzt einfach der Punkt, wo man sagen muss, nein, danke. Also es reicht, ja. Sie sind ja bei der Anreise zu uns ins Studio aus Kärnten, kommen ja auch schon einmal. Vorige Woche war auch, glaube ich, am Montag war ja ein großer Stau auf der Tangente, war schwierig. Nein, man hat keine Freude damit und ich finde es auch richtig, wenn die Exekutive durchgreift, wenn das ein Gesetzesverstoß ist oder gegen die Ordnung oder was auch immer, dann hat sie durchzugreifen, ist richtig. Und eins, man könnte ja sagen, ja mein Gott, was ist schon passiert, sind eh alle wieder auf freien Fuß, ist nicht so schlimm. Ne? Aber abgesehen davon, dass die Leute natürlich belästigen und dass die Leute angefressen sind, da haben sie sicher recht, und die Grünen sehen das auch, dass das ihnen schadet, wenn sie das unterstützen. Ne? Aber abgesehen davon, es hat schon eine andere Dimension auch. Wie gehört habe, dass die versucht haben, ins Parlament zu gelangen, da habe ich an was gedacht? An die Stürmung des Kapitols natürlich. Ja, und das muss ich auch sagen, ja, dort ist ein Großverbrechen und ist eine Sauerei, ist überhaupt keine Frage. Und dort, das geht einfach nicht. Und da finde ich es absolut richtig, wenn die Exekutive durchgreift. Nein, da haben Sie auch vollkommen recht. Es gibt wirklich eine Tabuzone und das ist das österreichische Parlament. Zum Beispiel, Ich habe als junge Aktivistin auch irgendwann mal überlegt, das Parlament zu blockieren. Sie sind böse, hoffentlich ist das verjährt. Ja, wegen Truppenholz und ich weiß nicht, was. Aber dann hat mir ein alter, weiser Mann, nämlich der Andreas Wabe, damals gesagt, auch alte, stimmt. Er hat mir damals gesagt, das Parlament ist heilig. Nein, das tust ist du nicht, richtig. Ja. Und ich habe das auch dann internalisiert und ich habe nie wieder eine Aktion gegen das Parlament und die gewisse Tabus muss es geben, das finde ich auch. Ja. Also wie wir diese jungen Leute wieder einfangen, weiß ich nicht. Aber es gibt ja keine Todesurteile oder was. Ne? Aber wenn es halt ein Verwaltungsvergehen ist, dann gibt es halt eine Verwaltungsstrafe. Wenn ich jetzt schnell gehe, soll ich laufen. Gehen wäre nicht so schlimm. Schnell vor. Und das ist halt denen auch. Und da ist der Rechtsstaat, der muss agieren. Ne? Und wenn sie das einsehen, dass das ein Blödsinn ist, wäre es natürlich gescheit. Ne? Ist ja sehr interessant. 3.700 Personen sind angezeigt worden aufgrund all dieser Maßnahmen. 100 Festnahmen hat es gegeben. Und 150 Anzeigen sind dann gleich direkt
direkt zur Strafjustiz weitergeleitet worden. Das kann ins Geld gehen. Naja, aber die werden ja angeblich gesponsert von irgendwelchen US-amerikanischen, was weiß ich was. Also nein, das ist jetzt, glaube ich, das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, aber das war, dass es diese Stiftung gibt, wo so amerikanische Milliardäre drinnen sind, die das auch sponsert. Die haben ja damals, das hat sie im Herbst, das war das evident, Frau Klawischnik, dass die einen Ersatz bekommen. Da hat die eine im Fernsehen sogar gesagt, ja, was weiß ich, 1800 Euro und das ist nur der Ersatz. Nein, aber das finde ich unfair. Was heißt unfein? Diesen jungen Menschen ihre Ambition abzusprechen. Alle werden kein Gehalt kriegen. Die machen das nicht, weil sie gezahlt werden. Ja, aber das hat ja die selber gesagt im Fernsehen, eine der Vertreterinnen. Was soll ich sagen? Ich relata refero, ich erzähle nur das, was die gesagt hat. Kann ich nichts machen. Das heißt, das ist ein Ersatz. Der Beweis ist erst einmal zu erbringen, dass da wirklich irgendjemand bezahlt worden ist. Also die Fernsehaufnahme können uns nachschauen, das war im ORF, ne? Da sagt er immer die Wahrheit, wie wir wissen. Naja, gut, ich weiß nicht. Und die hat gemeint, dass er so einen Ersatz bekommt, da war ein Betrag von um die 1000 Euro, die Rede, ja, das war im Fernsehen evident, das hat niemand angezweifelt. Ne? Und da war ja auch in den Medien, Sie müssen alle Zeitungen lesen, vor allem die Kronenzeitung, wo das auch geschrieben wurde, ne? Dass es da eine Stiftung gibt in Amerika, wo etliche der super über drüber Milliardäre drinnen sind, die das sponsern und. Das ist keine Erfindung von mir. Also ich finde das wirklich unfair. Nein, also, wenn es die Wahrheit ist, was soll ich denn machen? Was soll man denn machen? Diese jungen Menschen haben das, und das kann man auch wertschätzen. Nein. Sie haben das gemacht. Keine Rückzieher, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt dagegen, also jetzt tun Sie es nicht wieder relativieren. Aber Sie haben es trotzdem aus einem Motiv gemacht, dass ich wertschätze. Die wollten ihre Welt sozusagen retten. Die haben gesagt, okay, wir sind jetzt 20, Menschen, 30 Jahre alt. Ja, mit edlen Motiven werden bezahlt unter Umständen. Das ist, muss ja nicht sein, dass man deswegen unedle Motive hat. Also diesen Beweis haben Sie noch zu erbringen. Soll ich Ihnen jetzt den Fernsehmitschnitt bringen oder was? Das ist einfach die Wahrheit. Das hilft und Sie nichts. Haben überhaupt kein Verständnis für diese Menschen? Doch, ich habe schon Verständnis für alle Narreteien. Ich bin da sehr tolerant. Ne? Das ist keine Narretei. Naja, das Kleber ist schon, haben Sie gerade gesagt, dass es ein Blödsinn ist zuerst? Ja, es ist genug jetzt. Ja. Eben, ja. Also ist es eine Narretei gewesen. Aber über die wir wirklich reden sollten, ist die Politik. Das Motiv mag edel sein. Die über, ich weiß nicht, gefühlt 30 Jahre lang im Klimaschutz in Österreich einfach nichts gemacht hat. Ja, nichts ist nicht wahr, aber vielleicht zu wenig, das kann sein. Gut, da werdet ihr euch nicht mehr einig werden, habe ich den Eindruck. Muss ja auch nicht überall sein. Aber ich halte fest, ich soll... Erst wenn ich die Förderung für meine Photovoltaikanlage bekomme, dann bin ich vielleicht gütiger gestimmt. Ja, ist ja ein Guter, das hatte ich schon mal gesagt, er hat eine PV-Anlage am Dach und ist stolz drauf. Zaun und Dach, ein Wahnsinn. Zaun und Dach. Ein Wahnsinn, ja. Ja, gut, bringt aber viel zu wenig. Immerhin. Kann ich Ihnen sagen, am Handy. Ich schätze ihn aus anderen Gründen, also nicht... nicht wegen der Photovoltaik. Das betrübt mich aber weil sehr. Weil er Kärntner ist vielleicht, oder? Nein, weil er er ist ein anständiger Mensch. Ja. Sie kennen mich besser als ich selber. Gut, okay. Wir werden es nicht mehr klären. Ja, aber es ist doch heftig. 100 Festnahmen in einer einzigen Woche. 900 waren es letztes Jahr insgesamt. Jetzt rede ich nur von Klimaklebern in Wien. Also ein Neuntel in einer Woche ist deutlich über dem Schnitt der letzten Jahre. Auch interessant, in Deutschland geht man jetzt einen anderen Weg. Ja. Da haben die Klimakleber gesagt, nein, das machen sie so nicht mehr. Sie wollen die Leute nicht mehr ärgern und provozieren. Sie wollen es irgendwie mit der Politik gemeinsam lösen. Ja, also sie haben sich definitiv entschieden, einen sozusagen kooperativen Weg zu gehen. Also nicht mehr Aktionen, nicht mehr kleben, sondern im Dialog mit der Politik das zu versuchen. Ja. Dazu gehören natürlich auch zwei Seiten. Da muss auch die Politik dann sagen, okay, setzen wir uns zusammen, reden wir darüber, was wir tun können. Ja. Das hat in Österreich im Moment noch nicht funktioniert. Ja. Man hat trotzdem den Eindruck, das Kleben ist nicht mehr so oft wie früher. Es gab Zeiten, dass in Wien, hinter uns ist die Nordbrücke, eine der großen Donaubrücken in Wien, da gab es stundenlange Stauorgien, würde ich geradezu sagen, wegen der Klimakleber. Und zwar nicht nur auf der Nordbrücke allein, sondern alle 5 Donaubrücken waren gleichzeitig blockiert. Das war schon länger nicht in so großem Stil. Nein, und ich glaube, dass auch... darauf, was die öffentliche Meinung da jetzt irgendwie sehr deutlich geworden ist. Ja. Mhm. Also ich glaube, dass das Verständnis, Menschen zu behindern, an ihren Arbeitsplatz zu kommen, ist einfach nicht mehr da. Also ich glaube, dass die Deutschen eine richtige Entscheidung getroffen haben. Gut. Bin gespannt, ob das Thema dann überhaupt ganz wegkommt und ob die Klimakleber möglicherweise sich auflösen bis zu einem gewissen Grad und auch die Aktivitäten ganz einstellen. Naja, das Klimaschutzthema wird nicht sich einfach in Luft auflösen. Ja. Also da
muss ich auch sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen in der Regierung auch in die Pflicht nehmen. Da gibt es wirklich noch genug zu tun. Mhm. Ja, ein sehr breites Thema dieser Tage und wie gesagt, 100 Festnahmen von der Landespolizeidirektion Wien in einer einzigen Woche, ein extremer Rekord und weit mehr als im letzten Jahr, das der Fall gewesen ist. Das ist einmal die Bilanz nach den ersten zwei Monaten heuer. Ein anderes Thema, der OGM-Vertrauensindex. Sie wissen es ja vielleicht von Zeit zu Zeit, so im Abstand von ungefähr drei Monaten, da gibt es ja dieses berühmte Ranking. Ein Ranking von aktuell 32 Personen, die in der Politik sind und heuer zum ersten Mal auch die EU-Spitzenkandidaten der Parteien. Und es wird dann immer befragt in der Bevölkerung, repräsentativ, wie es so schön heißt, haben Sie positives oder negatives Vertrauen oder auch Gefühl diesen Personen gegenüber? Ja, und das Ergebnis ist kurz zusammengefasst doch relativ eindeutig. Von diesen 32 Personen sind nur 5, wo es überwiegend positives Vertrauen gibt. Sie sehen es jetzt eingeblendet, ganz oben weg, Alexander Van der Bellen, klar an der Spitze mit 22%, bei ihm überwiegen eindeutig die positiven Zuschreibungen. Dann kommt Doris Bures, Johannes Rauch, Martin Kocher und Alma Sadic, also durchaus 4 Regierungsmitglieder oder Ministerinnen und Minister. Also Bundespräsident und 4 Minister. Und dann ja, kommt es ins Minus schon. Beginnt zart bei Andrea Mayer mit -2 und Magnus Brunner als Finanzminister, sehr gut eigentlich. Und dann geht es schon ziemlich stärker ins Minus. Sie sehen es auch in den Farben. Sie sehen die Neos hier eingezeichnet, Sie sehen Türkis eingezeichnet, also die ÖVP. Sie sehen da unten Andreas Schieder in Rot, also die SPÖ ist auch mit dabei. Und Sie sehen auch schon den ersten blauen Balken. Norbert Hofer am unteren Bildschirmrand, jetzt mit -18. Ja, und jetzt sehen Sie das untere Ende, die zweite Hälfte. Na, da werden die Balken immer länger, je länger, desto dramatischer. Norbert Hofer von der FPÖ eröffnet die zweite Seite mit -18 und dann geht es nach unten. Leonore Gewessler ist vorher schon gefallen, auch schwach mit -20. Susi Raab, Caroline Edtstadler, alles sehr, sehr schlimme Werte. Und wenn es schon mal in die -30 geht, beginnt rund um Karl Nehammer, Claudia Thaner, August Wöginger. Also da unten Harald Wilimski zum ersten Mal mit dabei, gleich der drittletzte bei der ersten Abfrage. Ja, und Herbert Kickl am vorletzten Platz mit -43 und Wolfgang Sobotka, wie auch beim letzten Mal, der letzte in dieser Liste mit -61%. Kein Vertrauen mehr in die Politik. Naja, man muss das differenzieren. Gerade die, die da im unteren Drittel oder am unteren Ende rangieren, das sind natürlich die, die polarisieren. Ne? Und du kannst natürlich sagen, wenn der Kickl da mit -43% ist, dann hat er, was weiß ich, +57, die das nicht teilen. Ne? Mhm. Und man muss den Leuten natürlich, die also eine solche Grafik sehen, sagen, ne? Dass auf der anderen Seite diese Leute die Wahl gewinnen dann. Ne? Aber die polarisieren das unten. Aber das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist aber das, dass es natürlich im Gesamtbild zeigt, dass das Vertrauen in die Politik insgesamt natürlich sehr negativ geworden ist und immer mehr dramatisch abnimmt. Das ist also das Bedenkliche dabei. Wieso eigentlich? Ich meine, ja, wieso? Die ganzen Geschichten, die ganzen Untersuchungsausschüsse, wo jedermanns Verbrecher ist und alle sich gegenseitig ankübeln mit Mist und mit Dreck, ne, das ist ja klar. Oder die Prozesse, jetzt gingen kurz und alles das, all das schädigt das Vertrauen in die Politik. Ne? Und dass gelogen wird und dass die Leute nach 2 Tagen das Gegenteil von dem behaupten und so weiter. Ne? Dass man auch dann jetzt sich gegenseitig als Versager, Verbrecher und was weiß ich was, Faschisten hin und her und nach der Wahl dann wieder backeln zusammen und Posten verteilen. Ja, dass die Leute sich denken, das ist ein Sauhaufen, das ist ja völlig klar. Das wird nicht besser werden heuer. Der Nationalratswahlkampf hat ja vermeintlich nicht einmal noch begonnen, auf einmal tagtäglich das Gefühl hat, der läuft eh schon voll. Zu den Grünen ist zu sagen, ja, Leonore Gewessler auch eher schwach, muss man sagen. Alexander Van der Bellen, der strahlt oben. Beim Bundespräsidenten ist auch nicht wahnsinnig überraschend. Der hatte auch schon bessere Werte, muss man sagen. Ja. Aber sie sind immer noch relativ gut. Jedenfalls die besten, die es überhaupt gibt. Man sieht es jetzt wieder sehr groß, den Abstand nach oben hin. Doris Bures auf Platz 2, schon deutlich schlechter als VDP. Aber trotzdem, er hatte, glaube ich, schon 30 plus. Also es war schon noch besser auch. Ja, obwohl man eines dazu sagen muss. Also es hängt auch sehr von der Bekanntheit ab. Also wenn du bekannt bist, die dann Bures? Zum Beispiel. Ja. Also da bist du dann irgendwie außen vor. Und, Lena Schilling, habe ich jetzt gesehen, war jetzt auch schon polarisiert, offensichtlich polarisiert auch sehr offensichtlich. Stark. Ja. Aber gut, sie ist eine junge, engagierte Frau, also die ihre Meinung sagt. Ja. Ich finde nur bei Alexander Van der Bellen, er hat sich immer wieder bemüht, verbindende Worte zu sprechen, in alle Richtungen. Ja.
Er hat, ich glaube, wir Österreicher lieben unseren alten Kaiser halt. Das ist halt. Nein, aber Alter. er hat sogar versucht, in Richtung Worte zu sprechen. Ja. Ich habe immer gesagt, ich finde ihn sehr sympathisch. Politisch lehne ich ihn ab, aber ich finde ihn sympathisch. So ein netter, älterer Herr. Aber so lehnen Sie ihn politisch nicht. Schau, viel ist ein alter Linker, das brauche ich nicht. Aber er ist so ein netter, sympathischer und sicher intelligenter Mann. Ne? Das ja, aber er versucht. Es muss ja möglich sein, jemanden politisch abzulehnen und trotzdem als Mensch zu mögen. Die Botschaften, die er immer wieder ausschickt, die sind für unsere Gesellschaft, glaube ich, wichtig. Naja. Also versucht zu sagen, okay, wir müssen zusammenhalten, wir sind ein kleines Land. Mit Ausnahme der FPÖ, das sind die Faschisten. Nein, das stimmt nicht. Er ist auch auf die FPÖ zugegangen. Nein, nicht besonders, Frau Klawischen. Aber doch. Nein, sehr mäßig. Sehr zaghaft, würde ich sagen. Aber das ist so, das ist ja in der Politik, wir sind ja keine Heringhausen. Wir wissen ja, wie das läuft. Nein, das hat jeder seine Position und auch seine Antipathien, die ja politisch sein dürfen, die deswegen nicht persönlich menschlich sein müssen. Ne? Ja, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es Stimmen in diesem Staat gibt, die. Nein, dafür ist der Bundespräsident da. Na klar, das ist sein Job. Immer wieder betonen, ja, weil wir sind wirklich ein kleines Land. Wir sagen sind Sie, Sie haben ja Kontakt, abhängig. Sagen Sie, er könnte ein bisschen mehr. Ne? Er könnte mit mir auf einen Kaffee gehen ne? Und das wäre vielleicht ganz nett. Ne? Könnte ihm manches erklären. Nicht ernst, oder? Sicher, warum darf ich nicht auf einen Kaffee gehen mit dem Bundespräsidenten? Natürlich. Beim Kaiser hätte ich das nicht gesagt. Da wäre das Majestätsbeleidigung gewesen. Also ich bin jetzt die Kontakte. Na, warum nicht? Wir haben ja einen Kontakt mit ihm. Ne? Wir haben ja einen Kontakt. Das wäre doch nicht. Das wäre ein Treffen. Ja, Alexander Van der Bellen und Andreas Mölzer. Ja, da hätten wir wieder Fotos wie aus Afghanistan. Da sitzt der große Präsident und der Andreas Mölzer. Bitte. Ja, ich sage das jetzt zu. Ich werde mich darum bemühen. Das wäre doch nicht. Weil ich Sie einfach schätze. Weil ich Sie einfach wirklich schätze. Das wäre mir eine Ehre. Ist überhaupt keine Frage. Darüber müssen wir dann reden. Also ein großes Thema. Gut, da haben wir die Verbindungsfrau, die macht's mögen. Wir werden dann weiterreden. Übrigens, Herbert Kickl, der Vorletzte in der Liste, kommt jetzt auch zu uns ins Studio. Ich freue mich wirklich sehr auf ihn. Ich muss jetzt nicht unbedingt alle politischen Meinungen teilen. Ja, hoffentlich wird da nicht Weihwasser gespritzt vorher. Oder ja, was auf, wird da erst. Beim letzten Mal haben wir fast, sind wir aneinander geraten. Ja. Aber wir hatten 1,2 Millionen Abrufe auf YouTube. Ja, Wahnsinn, das Interview ist jetzt noch zu sehen. Ja. Und es ist immer sehr sportlich, muss ich sagen. Aber er kommt. Er kommt zu den Systemmedien. Das finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch gut. Naja, aber die eigene Blase, die aber also ist jetzt genug ein reicht. Stil, oder? Naja, es hängt ja sicher mit der Wahl zusammen. Ne? Die eigene Blase, diese auch alternativen Medien, wie man das nennt, in freiheitlichen Kreisen, das reicht wirklich für die eigene Klientel. Aber wenn du darüber hinausgreifen musst, musst du dich zwangsläufig mit den etablierten Medien, mit den Mainstream-Medien, wie es heißt, auseinandersetzen. Wenn man sich selber als Volkskanzler beschreibt, Soll man zumindest alle sein. Einfach in ein normales Fernsehstudio gehen können, oder? Hat er schon offenbar wahrgenommen. Ja, es war sehr nett, auch über seine von mir sehr geschätzte rechte Hand auszumachen. Es war auch nicht ganz einfach, der kommt jetzt einfach und hupft da eine. Mhm. Aber jetzt haben wir den Werner Kogler da gehabt, also quasi Kabarettistenvertreter, fast großartiges Interview, wirklich legendär. Wie haben Sie gesagt, spritzig? Nein, ich fand es wirklich großartig. Ich habe selten. So hat er gesagt, hat ja er gesagt, ich habe selten in einem Interview wirklich gelacht, aber der kann das wirklich gut. Ja, es sind ein paar Begriffe dabei, mit denen wir auch Herbert Kickl jetzt konfrontieren beim nächsten Interview. Vielleicht wird es dann so simpel, wenn es nicht mehr die Regierung ist, ne, wenn er so kabarettistisch ist. Nein, aber Sie waren da. Er ist einfach ein humorvoller Mensch. Ist er schon, ist er wirklich, ja? Ja. Wäre vielleicht auch was für einen Kaffee, da hat es einen Kontakt. Oh, er verachtelt dann. Ich will gerne ein Achtel trinken, ich kann nichts dafür. Okay. Ich vermittle Andreas Mölzer jetzt auf Achtels. Ja, also das. Bitte. Na bitte. Ja. Na, wieder was erledigt, ist großartig. Gut, Vertrauensindex. Ich muss es noch einmal sagen, August Wöginger, kommen wir wieder nach unten, ans untere Ende. Ja. Der Wert mit minus 31 als Clubobmann der ÖVP. Wir sehen es jetzt hier noch einmal eingeblendet, die untersten Plätze, dann Harald Wilimski, zum ersten Mal auch die EU-Spitzenkandidaten gemeldet. Nehammer. Karl Nehammer, muss man auch noch mal herausgreifen. Karl Nehammer, auch fast ganz unten, minus 29. Aber das ist schon spannend, weil das Kickl und Wilimski, jetzt heißt die bösen Freiheitlichen, die Opposition, die von allen bekämpft wird, unten ist es klar, ne, das ist die Polarisierung. Dass aber die führenden Vertreter der regierenden Partei, sprich der Bundeskanzler, der Klubobmann und der Parlamentspräsident ganz unten sind, das gibt schon zu denken. Das ist eine andere Dimension wie für einen Oppositionspolitiker. Ja, also da kann ich Ihnen... Ja. Gut, nur recht geben. Gut, Wolfgang Sobotka wird wahrscheinlich nicht happy sein mit dieser Platzierung. Naja, ich vermute, er wird es in die Pension hinüber retten, ne, würde ich einmal sagen. Wie geht es weiter mit ihm? Gut, jetzt geht es schon noch eine gewisse Zeit Nationalrat. Naja, bis Jahresende wird es auf jeden Fall sein. Ja, bis Jahresende. Ja, und er hat wirklich den Zeitpunkt versäumt, zurückzutreten. Wahrscheinlich wäre er dann vielleicht beliebter anständig gewesen. Anständig gewesen wäre er. Also,
Ja. Aber Andreas Babler hat auch -30%. Also das haben wir jetzt gar nicht geschaut. Ja. Ja. Andreas, -29%. Ja, also es läuft nicht gut. Wir haben es jetzt nochmal eingeblendet. Vielen Dank dafür an die Regie. Der Babler, genau. Wir sehen auch den Andreas Babler, ich sage mal, herumgrundeln. Und noch dazu, der Pfeil nach unten heißt ja Verschlechterung zum letzten Mal. Andreas Babler ist schlechter geworden, als es war. Mit -28% der einzige SPÖler hier in der unteren Hälfte. Und der ist noch schlechter geworden. Also, hui. Also normalerweise, wenn du frisch in die Politik einsteigst, hast also, einen Bonus. Hast einen Bonus, ja. Genau. Dann bist du noch irgendwie ein bisschen unverbrauchter. Und, ja, das aber hat er nicht, das stimmt. Ja, das hat er irgendwie versäumt oder nicht mitgekriegt. Ich meine, der ist jetzt 9 Monate oder 8 Monate Parteichef. Ja. Eine Woche weniger am Anfang, muss man sagen. Das geht jetzt nicht. Aber es war die Eröffnungsrede in Linz damals sehr stark. Die war wirklich stark. Wie bei Christian Kern, da war auch die Eröffnungsrede, wie es dann wurde, ist stark. Und ab dann ging es bergab. Naja, zur Politik gehört auch Fortüne. Gell? Du brauchst auch Klick irgendwie und einen glücklichen Moment und. Und das hat er alles nicht gehabt, der Babler, ne? Muss man sagen. Das ist noch nicht, ja. Nein, und die Partei ist einfach in einem desaströsen Zustand. Offen, ja. Also jeder gegen jeden nach wie vor. Dornauer hat wieder geschossen letzte Woche. Der mit der Freundin. Schon wieder mit der Freundin. Na ja, gut. Das ist ein blöder Hund, also wirklich. Ich darf es jetzt nicht mehr erwähnen. Ist einmal zu viel gewesen. Mhm. Gut, zwei Themen haben wir besprochen. Die 100 verhafteten Klimakleber in Wien und den Vertrauensindex von OGM und der APA. Ungefähr einmal im Quartal kommt er. Das nächste Mal kommt er dann kurz vor der Sommerpause, mutmaßlich so im Juni. Das ist dann kurz nach der EU-Wahl. Uje, ich weiß jetzt nicht, wie es dann den Parteien gehen wird. Und das ist dann schon wirklich im Nationalratswahlkampf, der ja im September offenbar sein wird. Also beim nächsten Mal wird es nicht besser werden und im September wird es wahrscheinlich noch schlechter sein. Das war jetzt wahrscheinlich der beste Wert fürs heurige Jahr. Na, grüß Gott. Ja, wir haben weitere Themen bei uns im nächsten Blog zu besprechen, nämlich den sehr, sehr tragischen Massenmissbrauch an einer erst 12-jährigen an einem 12-jährigen Mädchen in Wien und die Kriegsdrohung von Wladimir Putin. Das alles gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Das Politikduell Teil 2 und es beginnt gar nicht politisch. Manche würden jetzt sagen, Gottes Willen, zum Glück keine Politik mehr, aber das, was es jetzt zu diskutieren gibt, ist wirklich dramatisch. Und auch wenn man viel News berichtet und in unseren News-Sendungen immer wieder auch tragische Themen hat, so etwas kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ein erst 12-jähriges Mädchen wurde in Wien mehrfach massenhaft missbraucht. Gruppensex ohne Einverständnis geradezu. Das 12-jährige Mädchen wurde weitergereicht unter 17 Verdächtigen, die für all diese Vorfälle in Frage kommen. Sie sehen hier Bilder, das ist die Garage, wo sich das teils auch abgespielt hat in Wien. Vorher haben Sie das Polizeikommissariat Favoriten jetzt gerade gesehen, wo auch die Ermittlungen jetzt derzeit aufgenommen werden. Sie haben vorher auch den Bereich des Stiegenhauses gesehen im Wohnraum, wo das Ganze sich zugetragen haben könnte. Hier zum Beispiel typischer Wiener Altbau, man denkt sich nichts Besonderes dabei. Und dann eine Situation mit 17 Verdächtigen und offenbar Massenmissbrauch. Und ich sage es dazu, die Verdächtigen haben Migrationshintergrund, nicht alle, aber viele, vor allem türkischen und bulgarischen Migrationshintergrund. Ja, zuerst könnte es eine Art von Romanze gewesen sein, wie weit es halt mit einem 12-jährigen Mädchen überhaupt geht. Und dann ist sehr schnell eine Spirale in Gang gekommen aus Gewalt, Drohungen und Erpressungen. Und dann gab es einen Serienmissbrauch von gemeinsam bis zu 8 Tätern. Die Täter im Alter zwischen 13 und 18. Eva Klawischnik. Also es macht einen total fassungslos. Ja. Also und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn ich die Mutter dieses Mädchens wäre, ja, was ich jetzt tun würde. Ja. Ich kann nur sagen, ausforschen, bestrafen, abstellen. Ja. Aber es macht einen wirklich fassungslos. Ja. Also,
Naja, das ist natürlich zu wenig. Man muss schon die Wurzeln des Ganzen und die Entwicklung, die zu sowas führt, anschauen. Ne? Wobei dann auch die Frage ist, wie Strafen und. Über das müsste man, glaube ich, da auch reden. Ja. Es ist natürlich, was Sie nicht gesagt haben, alle Migrationshintergrund, alle Muslime auch. Ne? Und das ist halt die alte Geschichte, dass halt Leute, die letztlich aus Gewalt, oder das sind die Eltern wahrscheinlich, das sind ja gar nicht die Jungen, die aus Gewaltkulturen kommen, aus Kulturen, wo die Frau nichts gilt und. Ne? Sind gefährdet, in solche Gewalttätigkeit abzurutschen. Das ist einmal eine Tatsache. Sache, ne? Wenn es also von linker Seite oder von feministischer Seite heißt, die toxische Männlichkeit, patriarchalische Strukturen sind schuld, das ist richtig. Nur wir hatten die toxische Männlichkeit. Ne? Wir Softies, wir autochthonen Österreicher, das gibt es ja, na, Gott sei Dank muss ich sagen, ist jetzt gar kein Spaß, es gibt ja eine geringere Gewaltbereitschaft bei uns. Ne? Wirtshausschlägereien und Dinge, die früher noch gang und gäbe, und das gibt es ja alles fast, Gott sei Dank, sage ich auch nicht mehr. Ne? Ich trauere dem nicht nach oder was. Ne? Und dann ist natürlich die Frage jetzt bei so jungen Tätern, 13-, 14-Jährige, selber Kinder. Ne? Da ist ja die Kinder, Anlass. Ja. Sie haben Söhne, ich habe Söhne. Wissen wir, was das für 13-, 14-Jährige, was das für wirklich Kinder noch sind. Ne? Aber ich will jetzt nicht die Täter-Opfer umkehren und jetzt sagen, die Buben sind die Armen und das Mädchen. Das ist ganz im Gegenteil. Die Frage ist ja auch, wenn du jetzt machst, die Strafmündigkeit heruntersetzen, ja. Ja. Von 14 auf 12 beispielsweise. Vorher schlagt man keinen Nehammer, muss man sagen, auch vor kurzem. Naja, es gibt ja in anderen Leuten, also in Deutschland ist es, glaube ich, 12. Ja. In der Schweiz ist sogar 10, ne? Dann ist die Frage, was bestraft man, wie bestraft man? Ne? Also Sie wissen ja also aus der deutschen Privatrechtsgeschichte, wie das im Mittelalter war. Ne? Da war ja das Strafrecht generell für Erwachsene. Und wie hast du geschaut, wobei er ein Kind ist? Ne? Du hast ihm hingehalten eine Münze und einen Apfel. Wenn er die Münze genommen hat, war er straffähig. Wenn er den Apfel genommen hat, war er ein Kind. Ne? Das ist natürlich heute hinfällig. Aber wie bestraft man? Das heißt, gibt es da ein Erziehungsheim? Das wirst du nicht in Häfen stecken, wo er dann wirklich ein Krimineller wird, in Stein oder in der Kalau. Ne? So, das wirst du dann irgendwie erziehen müssen. Und wer haftet? Da ist wirklich die Frage, im Zivilrecht hofft ich ja auch für meine Kinder, wenn die einen Blödsinn anstellen oder einen Schaden verursachen als Eltern. Man müsste wirklich schauen, wie die Eltern damit umgehen von einem 13-Jährigen, der eine 12-Jährige vergewaltigt. Also da glaube ich, da ist hoher Handlungsbedarf, aber es ist ein sehr diffiziles Problem. Und eins ist klar, es hat natürlich mit der Migration aus Gewaltkulturen zu tun. Überproportional. Wir haben 5 Frauenmorde gehabt an diesem Wochenende. Ne? Ja. Davon war einer eine Familientragödie, wo sie die aufgehängt hat in Slowenien. Da haben wir das letzte Mal geredet, ja. Mutter und Tochter ermordet. Dann hat es angehen, einen sehr alten Mann, der einen erweiterten Suizid. Ja. Ne? Ja. Und dann die 3 Chinesinnen, die vom Afghanen wirklich bestialisch abgestochen wurden. Ja. Ne? Und da muss man schon schauen, welche Leute da kommen. Es ist Vorsicht angebracht, es hilft nichts. Ich widerspreche Ihnen dann nicht. Ja? Ja. Es ist trotzdem... Was läuft da wirklich schief, dass ein Kind, ein 12-, 13-jähriges Kind Gewalt auf ein anderes Kind ausübt? Also was ist da wirklich in diesen Familien? Du musst dich schon fragen, was ist in den Familien los? Was ist da wirklich kaputt gegangen? Ja? Und wenn ich jetzt die Mutter dieses Buben wäre, ich weiß da auch, ehrlich gesagt, keine Antwort. Man muss es kulturell ansehen. Nein, es geht nicht um Kultur. Frau Klawischnik, in Familien, wo der Bruder die Schwester tötet, aus Ehrenmord, weil sie, was weiß ich, sich eingeschlossen hat und so weiter. Ja, aber in einer österreichischen Familie, wenn ein Vater seine Frau umbringt, das ist ja auch ein Ehrenmord. Das ist ja genau das. Ja, aber es ist in der Quantität, wir brauchen es nicht schönreden, in der Quantität ist es eine andere Geschichte mit dem Migrationshintergrund, leider. Es fehlt offensichtlich an einer Empathiefähigkeit, an einer Liebesfähigkeit in den Familien. Ja? Also, dass die einfach nicht mehr miteinander umgehen können. Ja? Und es ist ein 12-, 13-Jähriger ist ein Kind. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ne? Aber es ist ja die Häufung des Migrationshintergrundes, ist ja kein Zufall dabei. Das ist halt, ich verstehe schon, wenn du aus Afghanistan kommst, wo 30 Jahre Krieg war, oder aus dem Irak oder aus Syrien, hast du anderen Zugang zu Gewalt. Ne? Ja. Oder wenn du aus einer Kultur kommst, wo du sagst, die Frauen sind quasi bessere Viecher und haben nichts zu reden, dann glaubst du, das ist normal. Ne? Das ist halt, das muss man sehen. Man muss realistisch sehen. Der Migrationshintergrund ist einerseits türkisch, andererseits aber auch bulgarisch. Also Muslim, bulgarische Muslime. Muslimisch, ja, okay. Man würde aber sagen, bulgarische Muslime ist nicht zwingend jetzt eine Gewaltkultur. Nein, das ist schon richtig. Aber da ist eben das islamische Element offenbar. Offenbar, agentiv. Ja. Dass Frauen keine Kann man nur haben. Vermuten, man muss ja die Einzelfälle alle anschauen. Ne? Aber es ist schlimm. Ne? Sie reduzieren das jetzt auf Religion und auf Islam. Will ich nicht, auf Kultur. Das sind einfach kaputte Familien, kaputte
gute Menschen. Das stimmt ja, aber die Häufung hat ja ihren Grund. Den Grund ist zum Beispiel in Krieg und Bürgerkrieg, in allgemeiner Verrohung. Grund liegt auch in, natürlich auch in religiösen Komponenten, ne, wo eben die Frau weniger wert ist. Ne, da ist eben solche Gewalttaten natürlich viel eher zu erwarten, wie in anderen Bereichen. Das ist, schauen Sie, meine Antwort ist Prävention, wo es geht, natürlich. Ne? Das heißt, man kann nur mit jungen Menschen arbeiten. Man kann nur in der Schule ansetzen, man kann bei der Bildung ansetzen. Ich muss auch nicht jeden ins Land holen, Familien. Frau Wischnick. Es ist leider so, da hätten wir uns viele Frauenmorde und viele geschlagene und geschändete Frauen erspart, wenn wir das nicht gehabt hätten. Ne? Ja, weil wir Österreicher ja alle so brav sind. Nein, das ist ganz im Gegenteil. Es ist zufällig, habe ich am selben Tag, wo diese Sendung ausgestrahlt wird, einen Kommentar zu genau dem Thema in der Kronenzeitung. Ja. Natürlich gibt es genug Psychopathen, genug Gestörte oder Gewalttäter auch unter den autochthonen Österreichern. Ja, ist schon klar. Aber in der Häufung und die Kriminalstatistik spricht eine eindeutige Sprache. Das ist so, dass der Migrationshintergrund von der Menge her, von der Anzahl her, von der Quantität her wesentlicher Faktor ist. Und das ist keine Exkulpierung für die aus unseren eigenen Reihen. Ne? Nein, aber ich glaube trotzdem daran, dass wir mit einem guten Bildungssystem, mit einem guten Schulsystem, einer Unterstützungskultur, auch viele junge Menschen, die in ihren Familien nicht das finden, was sie vielleicht brauchen, abholen kann. Ja? Und das glaube ich wirklich. Ja? Ist schon richtig. Das ist auch unsere gesellschaftliche und politische Aufgabe. Nur glauben Sie, die Unterstützung und das Bildungssystem ist in Österreich besser als in 99% der anderen Weltgegenden. Ne? Und die kommen eben als Weltgegenden zum großen Teil, wo halt Riesenscheiße am Kochen ist. Ne? Und das ist halt die Gewalt. Der Krieg, der Bürgerkrieg, ne, der verroht diese Leute. Ne? Und da müssen wir schon schauen, ob wir alle herholen können, so ohne weiteres. Ne, dann haben wir irgendwo ein Mitverschulden an der Brutalität gegen Frauen. Ja, jetzt sind viele schon da mit Migrationshintergrund und die Zahlen des Ausländeranteils in Österreich ist im letzten Jahr wieder nach oben geschnellt. Es ist eine erhebliche Anzahl, auch im Europavergleich schon teils eine wirklich, wirklich hohe. Das würde aber jetzt trotzdem heißen müssen, man müsste die irgendwie wieder loswerden, weil den Migrationshintergrund, den haben wir jetzt schon. Also dann kann man ja nur Menschen, die da sind, auch mit Maßnahmen im Schulbereich trotzdem versuchen, irgendwie besser zu integrieren. Ja, aber das ist differenziert zu sehen. Was nicht dazu gesagt wird, ist, dass wir im Bereich der Arbeitsmigration einfach ganz viele Menschen brauchen. Ja, ich glaube. Also schauen wir uns die Pflege an. Die wir brauchen und die da kommen, oder so die Techniker, und vielleicht die Pflegerinnen, die bringen keine Frauen um. Ja, da nicht. Keine Angst und die wollen wir auch beide gemeinsam nicht rausschmeißen. Nein, oder? Sagt ja keiner. Ne? Aber der Hund ist schon der, dass ich schauen muss, wer kommt, das hilft ja nichts. Und auch differenzieren muss man. Ne? Natürlich der Afghane, der die drei Chinesen erstochen hat, der ist eh zur Abschiebung. Der soll besser in den afghanischen Häfen sitzen, weil dann überlegt, das ist wirklich als in einem österreichischen, ne, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Aber das ist wirklich ein Staatsversagen. Wie kann der überhaupt aus Kärnten nach Wien gelangen? Also das ist wirklich ein Skandal. Aber das hängt auch an unserer überliberalen Fremdengesetzgebung, hängt davon ab, weil wenn es zum Beispiel eine Bleibepflicht gäbe, zumindest im Bezirk, dann ist der ein Wolfsberg. Ne? Und da gibt es kein chinesisches Buff, was ich weiß. Ne? Und so ist er nach Wien gefahren. Naja, sicher. Mhm. Ne? Aber so kann er fahren am Bundesgebiet. Ja, muss das sein? Mhm. Ne? Gut, es gibt jetzt aber nicht die Verpflichtung von auch zugelassenen Flüchtlingen, sich regelmäßig zu melden und sagen, ich bin da. Ja, aber fahren dürfen sie auch überall. Ne? Das ist nur ein Faktor, es gibt ja zahllose andere. Mhm. Ne? Aber ich meine, da ist einfach, der wird eh abgestraft. Ne? Bei den Jungen, die ja zum Teil österreichische Staatsbürger sind, aber mit Migrationshintergrund, da gibt es erstens kein Abschieben, ne? Rein rechtlich. Und zweitens, wie überlegst du das? Und da ist ja nicht nur, dass der ins Heim kommt womöglich, ins Fürsorgeheim oder was, ne? Sondern da musst du dir fragen, ja was, wie sie sagen, was sind die Eltern, was denken sie, die Mutter, was hört der, was hat der von daheim mitkriegt, dass er sowas macht? Ja, ne? Ja, eine Tat, die fassungslos macht und in dieser Prägnanz und Brutalität auch mir offen gesagt nicht einmal annähernd vorgekommen ist. Auch das Berichten darüber war furchtbar letzte Woche. Jetzt hat man das irgendwie schon zumindest zur Kenntnis genommen, ist entsetzt geradezu, wie man das verhindern kann. Ein Riesenthema, wir haben es versucht irgendwie zu erörtern, aber Agmadewiesen ist es sicher nicht. Wahnsinnig schwer. Ein anderes Thema, die Kriegsdrohung von Wladimir Putin. Und er hat dann immer jemanden, der ihm zu Hilfe eilt, Dmitri Medvedev, der Ex-Präsident Russlands, so eine Art Vertrauter von Putin, ist ihm dann zur Seite gesprungen. Da geht es immer wieder um die Frage, was
könnte künftig sein? Wie kann das weitergehen? Da gab es die Rede von Wladimir Putin in der Nation, wo er gemeint hätte, wenn westliche Soldaten in der Ukraine eingreifen würden, dann wären die Folgen daraus weit tragischer als in früheren Konflikten. Im Raum steht da immer die unausgesprochene Drohung von Atomwaffen. Er sagt es auch so sinngemäß, der Westen schaffe eine reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und Sie sehen hier immer wieder im Bild jetzt bei uns eingeblendet, auch die Waffen, um die es jetzt konkret geht. Da gibt es auch das abgehörte Telefongespräch oder diese Sitzung in der deutschen Bundeswehr, die aufgeflogen ist, offenbar unterwandert auch vom russischen Geheimdienst. Also eine sehr, sehr spitze Geschichte. Und Medvedev hat jetzt noch nachgelegt, heute in der Kronenzeitung, historische Teile Russlands sollten wieder zurückkehren, quasi in den Schoß der alten UdSSR, auch wenn man akzeptieren würde, dass es die UdSSR so nicht mehr geben wird. Historische Teile gehören zurück und da erinnert einem das auch an die Angst der baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen, etwa aber auch Moldawien und Polen, die immer wieder gewarnt sind, Putin wird weitermachen, wenn eine Ukraine erfolgreich sein sollte. Die Kriegsdrohung Wladimir Putins, wie ernst ist das zu nehmen? Finde voll ernst. Also der ist ein wirklich durchgeknallter Diktator mittlerweile. Also man kann sich in keiner Weise mehr sicher sein. Ja. Und er fühlt sich offensichtlich bedroht, weil wer bringt einen Oppositionsführer im Gefängnis um? Ja, also das ist wirklich nicht mehr gesund. Ja. Und ich mache mir da große Sorgen. Ja, Schanz. Es ist halt so, vergesst, das stimmt alles, da haben Sie schon recht. Aber vergessen dürfen wir nicht, zuerst hat der gute Macron gesagt, dass also die Fremdenlegion womöglich dann in der Ukraine kämpfen soll, also NATO-Truppen. Es haben die deutschen Generäle halt mehr oder weniger deutlich, natürlich ist das geleakt worden vom russischen, offenbar von russischen Geheimdienstkreisen, aber die haben gesagt, wie sie diese Taurus-Mittel- und Langstreckenraketen, die also auf Moskau gehen können, wie die also bedient werden sollen und ob dort nicht deutsche Soldaten helfen und so. Das darf man nicht vergessen. Ne? Dass Putin dann natürlich sagt, ja, das bedeutet einen Weltkrieg, wenn die NATO offen eingreift. Das ist wahrscheinlich die Wahrheit. Ne? Dass er natürlich immer die ultimative Drohung mit der Atombombe hat oder Atomwaffen, das ist natürlich grauenhaft, aber das ist halt die Reaktion drauf, muss man schon so sehen. Das ist das eine. Medvedev ist natürlich da der Scharfmacher, ne? Der Putin noch Staatsmann spielt, ist der Medvedev der Scharfe, ne? Der kehrt wahrscheinlich auch ins Heim. Ne? Aber die haben immer kombiniert gespielt. Ja, das ist ein Duo, das stimmt. Ja. Gut, geil, war ja der eine geil. Präsident, dann war der andere Präsident. Richtig, ja. Das ist die Geschichte. Ich meine, schauen Sie, das mit den Russen außer der Landesgrenzen, man muss ja unterscheiden. Ne? Es war die Sowjetunion natürlich ein Vielvölkerstaat, der eh zerbrochen ist. Ne? Und es ist auch das heutige Russland noch ein Vielvölkerstaat, einerseits. Andererseits gibt es natürlich ethnisch wirklich Millionen von Russen, die außerhalb der Landesgrenzen leben. Ne? Und so wie das heute halt im Völkerrecht ist, so wie Sie, Kärntner Slowenen und Slowenien, ne? Oder wir und die Südtiroler, da sind wir schon, da ist man Schutzmacht quasi auch, ne? Dafür. Mhm. Und dass Russland da in Anspruch nimmt, sich für russische Minderheiten im Ausland auch zu sorgen, das kann man ihnen nicht absprechen. Mhm. Andere Sache ist, man sagt, wir holen das mit militärischer Gewalt zurück. Na, das ist ja klar, na, dass das nicht geht. Aber das sind halt alles die verbalen Eskalationsstufen in diesem Krieg. Und da muss man hoffen, dass es nicht reale gibt, ne? Dass es nur beim Blödreden bleibt. Im Prinzip wäre es aber dann genauso, wenn wir sagen, wir holen die Südtiroler wieder zurück. Naja, also haben wir ja lang genug ventiliert. Ne? Aber jetzt ist halt auch ruhig. Ja, ich glaube, jetzt ist aber in Europa, man kann ja mit diesen Themen umgehen. Ja? Also man, und in der EU ist das auch nicht notwendig. Nein, ja klar, ne? Und es gibt halt eine Regionalität und da gibt es eine Verbundenheit. Ja? Und die Nordtiroler und die Südtiroler, das hat immer eine besondere Verbindung gegeben. Aber deswegen wird doch nie irgendwie auf die Idee kommen, irgendwie mit Waffengewalt. Das wieder sagt ja niemand. Österreich ist sowas wie die Schutzmacht der Südtiroler und die Republik Slowenien ist die Schutzmacht der Kärntner Slowener, ne? Und mischt sich natürlich ein, wenn was nicht passt. Ne? Das ist schon legitim. Ne? Nur von Krieg zu reden und von Europa, das ist klar. Aber der Vergleich ist schon interessant, weil Putin sagt ja, er will quasi die russische Minderheit schützen. Das ist bei Transnistrien und Moldawien ja auch ein bisschen so ein Thema. Ja, jetzt, natürlich. Ja. Wo alle Länder, wo russische Minderheiten leben, auch im Baltikum sind ja viele russische Minderheiten zu Hause, sich davor fürchten, dass er die quasi wieder heimholt oder schützt, unter Anführungszeichen. Wie er ja sagt, dass er es auch in der Ostukraine macht.
Die Gefahr ist, dass einer das als Alibi missbraucht, ne, für ein militärisch-imperialistisches Vorgehen. Sagt, wir müssen die Minderheit schützen, deswegen marschieren wir ein oder was. Ja, ich meine, er hat jetzt Oberwasser. Also er ist militärisch offensichtlich in Oberhand in der Ukraine. Also die Ukraine kann offensichtlich nicht mehr. Ja. Das gibt ihm offensichtlich jetzt die Legitimität oder die Kraft, jetzt weitere Drohungen auszusprechen international. Da haben Sie recht. Deswegen ist es an sich ja gut, wenn die NATO oder der Westen zeigt, das wirst du nicht spüren, da sind wir geeint. Ne? Da sind wir auch zu allem bereit, das ist gut. Auf der anderen Seite, man muss eben schauen, dass die Eskalation nicht weitergeht. Ne? Und Sie sagen es ja selber, irgendwie wird man jetzt verhandeln müssen. Ne? Ich bin gespannt, was kommt, weil angeblich laufen im Hintergrund schon Gespräche. Ne? Ja, Selenskyj hat das über die Schweiz angekündigt. Ja. Wenn man das wäre ja schön, die Schweiz, da wäre der neutrale Status irgendwie wieder... Wenn wir nicht kennen, dann kannst du Schweiz. Das haben wir verspürt. Der Kanzler Karl war ja auch bei Wladimir Putin, hat nicht viel gebracht damals. Ich glaube, er ist beim Portier hängen geblieben. Was ist das Böse? Ja, das ist so. Ja. Wir werden das Thema leider nicht lösen können, ein sehr dramatisches, das permanent diskutiert wird, auch ein anderes. Daniel Sperrer war dazu gerade heute bei mir in der Live-Sendung. Das ist die Situation im Gaza-Krieg, auch die Situation des Antisemitismus. Wie sehr verpflanzt sich der Nahostkonflikt in die heimischen Klassenzimmer, wo wiederum 10-, 11-, 12-jährige Kinder geradezu Hassvideos aus TikTok sich gegenseitig vorspielt und gefeiert werden, wenn es besonders brutal ist. Es sind aber auch keine Steirer und Kärntner, sondern halt Muslime. Ne? Muss man offen sagen, es ist leider so. Es ist leider so. Ja, wir haben den politischen Teil jetzt diskutiert, aber wie immer kommt unser etwas anderer dritter Teil im heutigen Politikduell. Ja, Sie können sich schon überlegen, was ist denn die Wissenslücke der Woche? Gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Das weiß ich jetzt schon. Ja, hier ist das Politikduell Teil 3. Ein bisschen außerhalb des politischen Kernbereichs. Sie wissen es immer ein bisschen anders mit eigenartigen Rubriken, die aber teils zum Schmunzeln und zumindest teils zum Nachdenken anregen soll. Beginnen tun wir wie immer mit unserer berühmt-berüchtigten Frage des Tages. Ja, und da habe ich mir einige vorbereitet, unter anderem auch gewesen, soll man Putins Kriegsdrohung ernst nehmen? Da sind die Menschen sehr nachdenklich gewesen. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es hier um leerstehende Wohnungen. Und wie Sie wissen, wird da immer wieder diskutiert, sollen Abgaben für Eigentümer anfallen, wenn die nicht vermietet werden und sogenannte Leerstandswohnungen sind. Und im Prinzip Wohnraum knapp ist, viele suchen Wohnungen, dann stehen Wohnungen leer herum und man müsste dafür zahlen. In einigen Bundesländern wird ja das schon geübt mit Vorschlägen. Was glaubt ihr, was sagen die Leute? Sollen Eigentümer für leerstehende, nicht vermietete Wohnungen zahlen? Ich glaube ja. Ich glaube mehrheitlich ja. Ich glaube auch. Der österreichischen Neidgenossenschaft ist das sicher positiv. Naja, man muss sich aber auch fragen, wieso werden die Wohnungen dann eigentlich nicht vermietet? Ich habe selber zwei, drei Wohnungen, die ich vermiete. Ne? Mhm. Und wenn es unverschuldet leer steht, wo es keinen findest, ne, dann ist es ein Plätzchen, ein Leerstandsabgabe. Ja. Aber wenn du es bewusst machst, um Preis zu treiben, zu spekulieren oder sowas, dann bin ich für eine Leerstandsabgabe. Ja, okay, teilig. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist die? Da gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Vorschläge. In der Stadt Salzburg mittlerweile, glaube ich, in der Stadt Graz mittlerweile. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt schon was bewegt hat, dass dann der Wohnungsmarkt sich wirklich mobilisiert hat. Ja. Hoffentlich. Ja, schön. Also in Salzburg weiß ich es nicht, da ist jetzt die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag. Sehr, sehr spannend. Schafft es tatsächlich Kai-Michael Dankl möglicherweise den zweiten KPÖ-Bürgermeisterjob in Österreich zu ergattern? Im großen Stil. Graz ist ja lange schon von LGK kommunistisch regiert. Salzburg könnte jetzt nachfolgen, weil er sich so ums Wohnen kümmert. Also dort ist das Wohnen immer noch Thema genug und teuer genug, dass eine Leerstandsabgabe offenbar immer noch nicht so viel geändert hat. Ja, es ist neben Dingen wie, also die Miete ist, glaube ich, das drängendste Thema, was viele Menschen jetzt in Österreich haben. Mhm. Also dass du das einfach nicht mehr aufbringen kannst. Das stimmt schon. Hat auch das Energiethema überhöht, das ja vor einem Jahr noch ganz oben auf der Agenda gestanden ist. Es ist wirklich das Mietthema. Ja, was ist rausgekommen bei unserer Frage?
sollen Eigentümer für nicht vermietete Wohnungen bezahlen? Ja, sagt dann doch die Mehrheit, 57% meinen, das ist fair und richtig und würde vielleicht den Druck ein bisschen nach unten bringen. 43% sagen nein, das kann passieren, weil man keinen Mieter findet, ja, ist ein großes Thema. Ein bisschen eine gespaltene Meinung, aber wie immer sehr, sehr viele Teilnehmer. Das Thema betrifft natürlich jeden irgendwo, weniger die, die Wohnungen haben, die nicht vermietet werden können, viel mehr die, die Wohnungen suchen, aber keine finden. Mhm. Und die wollen natürlich, dass Abgaben entfallen für die, die sie haben. Ein anderes Thema, das ist vielleicht ein bisschen was zum Schmunzeln, aber nicht unbedingt für die Betroffene. Das ist die sogenannte Wissenslücke der Woche. Ja. Das ist geschehen letzte Woche. Er lacht schon. Ja, das ist passiert im Zusammenhang mit Peter Klien. Sie kennen ihn vielleicht, den Satiriker vom ORF. Oh, Eva Gawischnik ist schon ein bisschen nervös. Ja, es betrifft Lena Schilling, die grüne EU-Abgeordnete. Da gab es einige Fragen im Zusammenhang mit der EU und ihrem künftigen Arbeitsgebiet, indirekt zumindest. Es ging konkret um Norwegen. Noch nicht Abgeordnete. Noch nicht Abgeordnete, aber sie wird es werden, sage ich einmal. Ist Norwegen verkürzt gefragt bei der EU und wie ist das mit dem Einführen des Euros in Norwegen als quasi EU-Mitglied? Ja, und dann war ein bisschen überlegen und ein bisschen schmunzeln und ich brauche einen Telefonjoker. Es gab keinen Telefonjoker und irgendwann kam die Auflösung, Norwegen ist gar nicht in der EU und es gibt auch keinen Euro, sondern die norwegische Krone. Ja, das ist schlimm. Als Profi, und du wirst ja als Kandidat oder Spitzenkandidat immer von irgendwelchen Journalisten mit vorbereiteten Fragen sagen, wissen Sie das und das? Ja. Du musst natürlich sagen, wir sind ja nicht beim Assinger bei der Millionenshow, pflanzen Sie mich nicht. Ne? Ja, da gibt es immer eine Frage, die man nicht weiß. Immer, ne? Das ist eh klar. Ja. Und da hat sie natürlich ein bisschen aufs Glatteis gegangen. Das ich glaube, der lächelt jetzt ordentlich los, nein, oder? Nein. Aber ich könnte ein paar Fragen abtesten. Wie ist mit dem Euro? Sie kennen mich, gern haben. Herr Koller, das fangen wir nicht an. Wie ist mit in Lettland im Euro? Das fangen wir jetzt nicht an, Herr Koller. Wir sind ja nicht beim Assinger bei der Millionenshow. Aber ich könnte es einen Joker anrufen. Aber ich könnte mir auch ein paar Fragen ausdenken, wo Sie dann aufs Glatteis marschieren. Ich sitze eher am Glatteis, ich sitze auf einem Schaukelstuhl. Nein, aber das ist natürlich eine Legerpartie und sie ist da halt voll drauf eingefallen. Ich meine, dass sie keine Erfahrung hat und mangelndes Wissen, das wissen wir eh. Aber dass sie da eingefallen ist, ist eigentlich liebenswert. Ja, sie hat das aber auch sehr nett kommentiert mit einem Posting auf Video, wo sie quasi sagt, ja, irgendwie sich sehr offenherzig entschuldigt, ist passiert. Sie hat sich eh mit dem Thema noch dazu in einer studentischen Arbeit vor kurzem beschäftigt. Das ist ja heute nicht eingefallen. Aber sie hat sehr lieb gemacht und irgendwie ein paar Herzen wieder gewonnen. Aber natürlich sie ist 23. Ich sage ja immer, mein Jüngsten mit 17, du musst für Bundespräsident kandidieren. Heute ist das ein Job für Praktikanten. Ne? Das ist so, die Politik. Na bitte, da wird aber die Eva jetzt nicht beim VdB was aussehen. Aber bitte, wir so, werden der Mim beim VdB ausreißen. Sie reden nur pro futuro. Nicht für die Gegenwärtigen. Ich nehme es nicht zurück, ich mache es trotzdem. Ja, sie bemüht sich um einen Termin, wir werden das abfragen, ob was da rausgekommen ist. So ist er. Sie hat ja auch gesagt, sie schaut im Auto bei Andreas Mölzer, ob er ein Taliban-Kostüm da unten liegen hat. Das ist nie passiert. Schauen wir mal, ob es zu dem Termin im VdB kommt. Ja, unser aktuelles Politikduell hier live aus dem Studio aus der Mutgasse. Vielen Dank einmal mehr für Interesse. Sie wissen, es ist ein bisschen launig, leider aber auch sehr, sehr ernst. Es ist eben Politik und so ist das. Manchmal kann man ein bisschen sagen, ja, spicy und manchmal ist brutal. Danke für Interesse, danke fürs Kommen in die Mutgasse. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dorthin. Auf Wiedersehen.